Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Golden Sun 2, der vergessene Epoche. Oh yeah, ich hab's richtig hingekriegt. Beim letzten Mal haben wir Rex Scorpion der Yampi-Wüste in den Hintern getreten. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen uns hier weiter umgucken. Und zwar gibt es hier eine Kiste, die ich haben will. Und zwar die da oben. So, wir kennen solche lustigen Rätsel ja schon. Okay, nochmal von vorne. Und zwar, so. Und jetzt, lauf. Und die Kiste können wir hier drüber erreichen. Und zwar kriegen wir hier eine harte Nuss. Wir kriegen hier Janas Dickschädel. Verteidigung 60. Cosma. Aber ist natürlich nicht das, was wir im Endeffekt wirklich haben wollen. Und zwar gibt es nämlich noch eine neue Waffe, glaube ich. Meine ich zumindest. Steinjustiz. Aber ein Emo überlebt. Klauenstich. Wow, 36 Schaden. Das tut schon ein bisschen weh. Düsternis. Und Felix hat Level 11 erreicht. Ja, ich muss hier nochmal lang. Ja, genau, ich muss da oben drüber. So, und dann lauf. So, einmal nochmal heilen, solange wir eh nicht kämpfen müssen. Lauf. Mal hier rüber, bitte. Versaut. So, muss ich dann nochmal hin. Kinders, lasst mich doch einfach mal hier in Ruhe meine Rätsel lösen, ja? Traumflut! Was hast du davon, wenn du mir wieder auf die Nerven gehst? Okay, so. Wir haben es richtig hingekriegt, irgendwie. So, wir müssen von hier den Hammer einsetzen. Und rein da. Was haben wir hier? Schön, eine Schicksalskeule. Wer kann die tragen? Infessel Kerbenhieb? Ja, wir... Warte mal. Gib du die mal Cosma, bitte. So. Ja. Das sollte reichen, glaube ich. Ich wollte sie eigentlich Felix geben, aber der ist eigentlich noch gut bedient. Und zwar mache ich dann hier einmal einen Strahl. Und ich greife mir nochmal an. Kerbenhieb! Batz! Und Strahl sollte es finishen. Dank. Wucht doch nicht. Ja, Cosma, ne? Den Schaden hast du verdient. So, Level 11 für Jenna und Level 11 für Cosma. Na, schön. So, die Schicksalskeule brauchen wir. Ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's auch mit der Yampi-Wüste. Sieht nämlich schon mehr nach Ausgang aus. Und zwar noch nicht ganz. Wenn wir hier runterfallen, können wir da nochmal lang. Und zwar müssen wir hier rüber durch. Schön wieder gegen den Sand anlaufen. Ja, hier macht man den Gnom weg. Dankeschön. Lalala. Müssen wir hier runter? Weiß ich gar nicht. Hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Ich will trotzdem da an die Kiste ran. Okay, da müssen wir hoch. Alles klar. So, hier rüber. Weiter rüber. Noch nicht da hoch, glaube ich. Ja, hier müssen wir nämlich erstmal den Seiltänzer benutzen. Wir tanzen hier dem Ding wieder auf der Nase herum. Und können nämlich uns dann da hinten die Kiste holen. Bisschen Backtracking. Was ist da oben? Vielleicht wissen, was hier oben ist. Vorher steht aber leider ein Gnom, der mir wieder ziemlich auf die Nerven geht. Oh, ich weiß nicht, wie viel Geld haben wir? 3400. Ja, für heilige Federn ist es noch zu wenig. Hm. Okay. Interessante Gegend. Und zwar müssen wir hier runter. Damit wir das Ding hier holen können. Und zwar eine Trainerpeitsche, ja. Wieder so eine lustiges Item wie die Mystera-Karte. Und zwar können wir uns damit
wieder eine Klasse wechseln, aber wie gesagt, ich mag die Dinger nicht. Steinjustiz! Diesmal habe ich die Spinne gerade so angesehen. So. Und jetzt wieder lustiges Backtracking. Hurra! Aber weit sollte es auch nicht mehr sein. Hoffentlich. Kann man nicht hier irgendwo... Muss man nicht da irgendwo lang? Komm, die Spinne pusten wir so weg. 34, 36, jo, passt. Ja, wir müssen hier wieder hoch. Und dann da drüben lang. Da drüben. Und zwar will ich... Dankeschön. Wollen wir nach rechts rüber, so weit wie möglich nach rechts. Nach rechts. Was hier unten ist, keine Ahnung. Gucken wir einfach mal nach. Kerbenhieb! Dankeschön, der ist auch fertig. Und was zum Kuckuck ist das hier? Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Aufnahme sieht, aber irgendwie Grafikbugs. Norden Al-Hafra, Süden Bora-Felsen. Achtung, von hier aus führt kein Weg mehr zurück. Wir gehen da noch nicht lang. Wir wollen erst nach Al-Hafra. Und zwar... versperren die beiden hier, die drei hier uns den Weg. Zehn ist auch nicht mal so meine Stärke gewesen. Da verteidigt sich wieder jemand. Strahl! Und er hält es einfach nur aus. Ja. Wir wollen erst nach Al-Hafra. Und zwar Ding hier oben. Die haben ein Schiff. Ich will mich aber erstmal noch hier umgucken. Was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich auf L drücken, nicht auf Monster spawnen, aber hey, wusste gar nicht, dass es die Taste gibt. Der Troll muss weg, bevor der mich trollt. Oh yeah, der Damage ist einfach wieder schön. Lass mich raten, der verteidigt sich immer noch. Nee, warum mal nicht. Und Öltropfen. Also gibt es hier noch irgendwas, was mich interessiert? Außer eine kaputte Brücke. Wir wollen schließlich auch alle Djinns mitnehmen und ich weiß jetzt nicht, ob hier noch welche ist. Hier welche sind. Verstecken sich immer wieder welche auf der Weltkarte. Wäre nicht so lustig. Weil die sind meistens ziemlich nervig immer wieder zu suchen. Und Golden Sun ist weitaus großflächiger als Golden Sun 1. Deswegen hat man ein bisschen mehr zu tun. Rechne schon mal damit, dass wir die doppelte Anzahl an Djinns suchen dürfen. Warum? Bitte keine Spoiler, wer es weiß, ne? Ich dachte dazu auch nichts. Allerdings, wie gesagt, ne? Doppelte Anzahl an Djinns suchen. Wird lustig. Critical Hit! So, das solltest du alle drei gewesen sein. Ja, da fressen sie zu viel Schaden, dass sie sich verteidigen könnten. Oh, Al-Hafra. Ach, schöne Musik einfach. Hey, Luda. Eine gewaltige Flutwelle hat uns erfasst und alle Schiffe in Al-Hafra zerstört. Aber ihr habt doch da oben noch eins. Warum kann ich da nicht lang? Kann ich dich schieben? Nee, kann ich nicht. Willkommen in Al-Hafra. Dies ist die größte Stadt im westlichen Osenia. Hier findet ihr alles, was euer Herz begehrt. Es sei denn, es handelt sich um ein Boot. Aber ihr habt doch da eins gehabt. Endlich, wir haben es geschafft. Hä? Ah, okay, die Reisenden. Hier, wir sind da? Wo ist der Älteste? Ups. Er kommt schon. Okay. Sind wir nicht da? Ich fühle mich, als wäre ich eben 500 Meilen weit gelaufen. Mir geht es gut. Fühle mich, als könnte ich noch 500 weitere marschieren. Ja, so ein Spaziergang tut manchmal recht gut. Das ist also Al-Hafra? Manria ist ja schon ein sehr großer Ort, aber diese Stadt ist wirklich riesig. Na, wart ihr noch nie in Tolby? Wir sind nicht nach Al-Hafra gekommen, einen Einkaufstour zu machen, Herr Bürgermeister. Wir sind hier, um Briggs den Jumper zu fassen. Das weiß ich ja. Dann sollten wir uns sofort mit dem Bürgermeister von Al-Hafra treffen.
Aber in unserem Aufzug können wir uns nicht den Bürgermeister vorstellen. Seht mal, Brix ist offensichtlich nicht hier. Außerdem wissen wir ohnehin, dass Aaron... Schweig! Lakai! Jetzt ist die Dame da auch endlich mal weg. Scheint, als hätte auch Afra die Auswirkungen der Flutwelle zu spüren bekommen. Offensichtlich hat man auch hier beträchtliche Schäden zu beklagen. Entschuldigung. Eigentlich waren es ja... Isaac, Garrett, Ivan und Mia, die diese ganze Chaos zu verschulden haben. Und ich muss einmal mein Mikrofon umstellen, warte mal. Wollte ich mich doch mal ein bisschen gemütlich einsetzen. In Anführungszeichen gemütlich, weil ich das ganze Kabelsalat wäre. Das wird auch erklären, warum man auch hier in Al-Afra keine Boote kaufen kann. Wenn ich mich hier so umsehe, habe ich den Eindruck, als hätten sie ohnehin von Anfang an nur ein Boot gehabt. Die einzige Möglichkeit, an ein Boot zu kommen, wäre wohl eines zu stehlen. Aber das würde nicht so viel Aufsehen erregen. Das bedeutet, die Piraten sind noch immer hier und versuchen, ein Boot zu finden. Dann glaubt ihr, dass wir Brix tatsächlich eingeholt haben? Daran besteht kein Zweifel. Deshalb möchte ich mich auch mit dem Bürgermeister von Al-Hafra besprechen, bevor die Champa ein Boot stehlen können. Ah, jetzt verstehe ich. Dann lass uns gleich zum Bürgermeister von Al-Hafra gehen. Hallo, Opi. Verzeihung bitte. Wie kommen wir zum Haus des Bürgermeisters von Al-Hafra? Wie? Zum Burger King? Du, das weiß ich auch nicht. Und der ganze Trott hinterher. Und na, wen haben wir denn da links? Wer versteckt sich denn da? Folgt einfach diesem Weg. Es ist das letzte Haus. Ihr könnt es nicht verfehlen. Mille grazie. Auf sie! Ja gut. Wir wollen aber noch nicht lange nicht dahin. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen einkaufen. Und zwar erstmal verkaufen vor allem. Die hier weg. Das Fläschchen kann eigentlich auch weg. Ja, die Trainerpeitsche auch weg. Du weg. Die Heilkräuter, ganz ehrlich, auch weg. Die Öltropfen auch weg. So. Dann hier haben wir viel zu viele Heilkräuter, ja. Dann haben wir die Lederkappe hier weg. Und du hast, ja, das Ding hier. Ja, weg mit der Düsternis. Hast du irgendwelche Artefakte denn für uns? Bevor wir Rüstung kaufen, gucken wir allerdings erstmal nach Waffen. Und zwar nach Artefakten. Magischer Stab, Mysteriakarte, Trainerpeitsche, ja. Was hast denn du so an Waffen? Langschwert, Breitschwert. Ja, sind halt wie gesagt stärker, aber die können nicht aufholen. Wir gucken erstmal nach Rüstung. Kaufen. Und zwar... Reisejacke. Okay, da haben wir noch was Besseres. Okay, Reisegewand, was hast du? Eine Einteiligkeit und eine Reisejacke. Ja. Ja, hier auch weg damit. Oh, Spielticket. Zockerin. Noch ein Reisegewand. Jetzt sieht die Jacke mal aus, Cosma. Kriegst du gleich ein ganzes Gewand. Holzschild haben wir schon. Lederhandschuhe. Und nicht noch was anderes? Anscheinend nicht. Dann nehmen wir die Handschuhe. Ja, Schild verkaufen. Okay, dann Handschuhe für alle. Machen wir wieder so eine kleine Lederkombi raus. Nein, da sollte das nicht hin. Nein. Habe ich mich gerade ein bisschen verwurschtelt. Und zwar, gib du mal bitte die Lederhandschuhe.
Da. Die Lederhandschuhe dahin. Und du mal dein Spieleticket an Jenna. Wir wollen nicht, dass Cosma hier auf die falsche Schiene gerät. So, den Lederarmreif verkaufen. Dann haben wir noch einen offenen Helm. So. Jo, dankeschön. Und Lederkappe, die hatten wir gerade. Ein Stirnreif. Okay. Und Lederstiefel. Hat jeder von uns. Alles klar. Und haben wir es auch geklärt. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wir sollten eigentlich mal schlafen gehen. Wo ist denn hier das Inn? Ah, hier. Hier hinten. Lass mal eine Runde schlafen. So, das war's dann aber auch für diese Folge mit Golden Sun 2, der vergessene Epoche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, hinterlasst mir noch ein kleines Däumchen. Würde mich drüber freuen, vielleicht sogar noch ein Abo. Naja, kann ja nie schaden, dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.